So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Ja, wir sind dabei, den Bereich hier, ne, die Schwarzscheinverarbeitung zu erreichen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut bezüglich einer gewissen fehlenden Fähigkeit. Und ja, die können wir schon haben. Deswegen werden wir uns die jetzt auch mal holen. Beziehungsweise versuchen wir es mal. Ich hoffe, ich finde es. Denn der Spaß ist jetzt irgendwo hier rechts von uns. Irgendwo hier, da, wo der auch der Schnellreisepunkt ist. Warte mal, dann können wir doch einfach zum Schnellreisepunkt gehen, ne? So, irgendwo da, hoffe ich. Okay. Ja, irgendwo hier existiert nämlich ein Sammelobjekt. Also was zu lasern. Und das bringt uns dann genau diese Fähigkeit. Ist aber nicht hier drin oder so ein Blödsinn, oder? Hier dürfte ich eigentlich nicht reinkommen. Ohne Schmerzen. Jo. Warte mal. Ich kann einfach kaputt schießen, glaube ich, was mir weh tut, oder? Nee, nicht wirklich. Ach ja, dann wird das irgendwann das sein. Hm. Auf Deutsch zu reden. Ich halte Ausschau. Man sieht es ja eigentlich auch rechtzeitig. Denke ich, hoffe ich, sollte. Wie wär's denn hiermit? Ja, tatsächlich, ey. Genau das habe ich natürlich übersehen, natürlich. Ach so. Ja, ich konnte jetzt gerade das nicht lesen, was da steht. Und jetzt? Tests Heimtresor. Das Objekt der Macht Tresor kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Weitere Informationen und Verdachte, bla. Ranger der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen einen dieser Objekte gebundenen Paraglider einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Und Hochgeschwindigkeitsmunition wurden mit Ergebnissen getestet. Tests werden nach weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Es Parautilitariern zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Mhm. Oh, jetzt müssen wir ganz woanders hin. Dann würde ich nämlich gerne erstmal das hier machen. Erstmal schön auch das Objekt, das Sammelobjekt, das die Fähigkeit, das wollte ich eigentlich nur sagen, auch holen. Ja, komme ich da jetzt irgendwie... Nee, da komme ich ja nur in den Mittelraum. Aber ich will ja auch, in den Mittelraum, fällt mir gerade mal so auf. Da will ich ja auch hin. Wenn ich da nach oben rechts... Oder nach oben will, nicht nach oben rechts. Ich komme von oben rechts. Ich kann nicht reden, Leute. Hey, Leute, was geht ab? Ihr juckt mich nicht. Wobei, wir können uns fast eine neue Waffe bauen, ne? Dann juckt es mich vielleicht doch. Schon ganz schön stark. So, war es das? Sieht gut aus. 25.000 brauchen wir, ne? Scheiße, fast. Wir haben fast genug, die nächste Waffe herzustellen. Wie du bist wieder gespawnt, was ist das denn? Oder habe ich einfach zu langsam? Okay. Ach ja, übrigens, ich habe noch was Interessantes rausgefunden. Ich habe mich ja mal hier über die Toilette beschwert. Ich habe mich über die Toilette beschwert. Ja, gesagt, dass die Toilette, BlackRock Processing, wobei ja. Dass die Toilette, dass es eine Toilette gibt, das ist im DLC und gar nicht im Hauptspiel, da habe ich mich vertan. Grenzbereiche, Zusammenfassung. Das älteste Haus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauchen ohne Warnung auf.
Was der Grenzbereich birgt, können wir erst beantworten, nachdem es sich manifestiert hat. Die allgemeine akzeptierte Theorie besagt, dass die Grenzbereiche Dimensionen sind, die auf einer Frequenz anders als unserer vibrieren. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen, manifestiert sich der Grenzbereich im ältesten Haus, das als funktioniert. Andere Theorien besagen, dass Grenzbereiche Paralleluniversen sind oder möglicherweise unsere eigene Realität zu einem anderen Zeitpunkt. Einige glauben, dass sich unsere Sammlung gewandelter Materialien auf das Haus auswirkt oder die Grenzbereiche anzieht. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Grenzbereiche nicht permanent sind. Mit der Zeit wird sich ihre Frequenz ändern. Einige glauben, dass die Erde selbst nur ein weiterer Grenzbereich ist, der mit dem Grenzbereich verbunden ist und Wurzeln in einer anderen Realität hat. Diese Theorie mag unmöglich zu widerlegen sein, verursacht jedoch in allen, die davon erfahren. Sie wird daher aktiv abgelehnt. Interessant. Ach, schön. Toiletten. Ganz schön große Toiletten diesmal. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann wird sich auch mal ein bisschen die Umgebung angeschaut, würde ich sagen. Hier ist wohl klein. Ja, das ist wohl klein. Mies. Na gut, viel Testing. Mehr lesen. Juhu! Ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, der ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man mal vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probedurchlauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich der Verwendung dieser Aufnahmen nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommenen Nachrichten für den Ranger-Trainingskurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung vor meinen Kollegen nicht tolerieren. Falls nötig, werde ich die Personalabteilung einschalten. Mit freundlichen Grüßen, Randall Pulaski. Pulaski. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie sich das gleich anhört hier. So, I just read this. Mhm. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? I always did love obstacle courses. Ich verstehe, warum man nicht. Das ist nicht so toll, finde ich. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Oh, okay. Got it. Ups. Leben. Seconds remaining. Oh. So in general für alles oder wie sieht das aus? Willst du den ergreifen, Mann? 30 Sekunden remaining. Das nehme ich mal präventiv mit. Scheiße, oder auch nicht. 15 Sekunden remaining. Geht auch. Hallala, nein. Da hab ich wohl verkackt, wa? Ah, okay, und da wäre der Ausgang. Okay. Okay. Krieg ich hin, irgendwie. Achso. Ich muss doch erstmal verstehen, was hier überhaupt abgeht, ne? Okay. So. Nice, schön daneben. Mega. 60 seconds remaining. Oh, scheiße, das war noch einmal was. Scheiße. Bin dumm. Ja, ja, bla bla. 30 seconds remaining. Könnte aber klappen, ne? Boah, wenn ich nicht zu dumm wäre zum Treffen. Wäre schon eine nette Sache. 15 seconds remaining. Okay. Course complete. Ah. Congratulations, Rainer. Guessing this isn't usually part of the course. Ja, das denke ich doch auch mal. It's protecting itself. Mensch, sowas aber auch.
Kommen wir gar nicht ran hier. Hilfe. Okay. Ja, genau. La 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 la. Ich bin dabei spielen. Aua, hey. Frech. Trotzdem Damage bekommen. Oh, hier ist ein Loch. ja. Ist nicht so gut gelaufen. So als alter Schwede. Mir geht's gut. Alles weg. Ja, geht auch ohne scheinbar. Oben Ende, ich hoffe. Sieht gut aus. Ha, schön. So, da haben wir eine neue Fähigkeit. Oh, direkt zwei Errungenschaften auf einmal. Mhm. Ich glaube, ich kann die auch. Ja, nee. Sie macht schon den Move. Und wenn ich hier so ein Schild mache und dann aufhöre. Jetzt nicht, okay. Sie hat eben so nach vorne gejietet, die Hand. Man kann das später noch als Projektile benutzen, quasi dann. Dass sie dann halt so die Schilde so wegwirft. Eigentlich ganz nett. Vielleicht skillen wir das bald mal. Okay, cool. Haben wir das doch jetzt auch endlich mal. Aua. Wo? Wer hat mich angeschossen? Keine Ahnung. Können halt jetzt irgendwie in diesen Bereich hier nochmal komplett gehen, ne? Hier waren wir noch gar nicht. Wo war's denn? Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Aber ich glaube, das ist. Ach komm. Hier gehen wir später mal hin. Oder? Ach nee, komm. Piep, piep. Dem hier kann ich entgegenschlagen. Nicht schlecht. Ach ja, kann ich hier schon rein? Nee, ne? Doch! Hey! Oh, warte mal, hier muss ich. Kann das vielleicht sogar sein, dass ich hier hin muss? Ja, ich muss hier sogar hin. Ich dumm Dödel. Okay, na, dann ist ja alles fein. Warnung, Tennyson, irgendwas Bericht. Hören Sie mal zu, Trench befindet sich auf dem Kriegspfad gegen dieser Tennyson-Berichtssache. Wir wissen, wer den geschrieben hat und er will es am besten gestern schon wissen. Natürlich wird geteert und gefedert werden. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das gewesen ist und ich will es nicht wissen. Ich bin echt nicht wild darauf, eine Hexenjagd zu leiten. Also sagen Sie allen im Sektor, dass Sie sich bedeckt halten sollen. Am besten bleibt man jetzt komplett unbemerkt, verstanden? Abgesehen von diesem ganzen irren Kram, mit dem wir es zu tun haben, kann dieser Ort manchmal ein geradezu feindseliges Arbeitsumfeld sein. Ah, okay. Heimtresor. Das Objekt ist ein Heimtresor der Marke Guardhaus. Gewichtsmessungen fallen unterschiedlich aus. Farbe ist grau. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Projekt Para-Utilitarier telekinetische Gegenstände und Schutt aus der Umgebung anzuziehen. Das Objekt ist derzeit an gebunden.
Das Objekt wurde im Keller eines Hauses in Ohio gefunden und gewann schnell das Interesse bestimmter Online-Foren, die dem Öffnen verlassener Tresore gewidmet sind. Nach monatelangen vergeblichen Versuchen probierte der Besitzer, ihn mit Sprengstoff zu öffnen. Das Objekt überstand es unbeschädigt. Agenten der Behörde wurden losgeschickt, nun überzeugt von einer paranatürlichen Natur. Von Zeit zu Zeit tritt Blut aus der Naht um die Tür des Objekts aus. Tests bestätigen, dass das Blut nicht menschlich ist. Röntgenaufnahmen des Objekts zeigen, dass darin etwas gefangen ist. Die Aufnahmen sind aber immer verschwommen, was darauf hindeutet, dass sich der Inhalt des Objekts bewegt. Alle Versuche, das Objekt zu öffnen, verliefen bisher ergebnislos. Ja, schon mal interessant zu wissen, was da eigentlich drin ist. Bin ich ganz ehrlich, naja. Okay, hier müssen wir lang. Da war ich. Moment, bin ich jetzt gerade hier reingelaufen? Nee. Cool. Bringt mir das? Was ist die Frage? Oh. Ja gut, dann machen wir. Oh! Aua! Oh. So war das nicht geplant. Mann. Okay, da. Ah, und das ist wahrscheinlich der eine Gang, den ich gesehen hatte hier, ja. Dann nehme ich doch mal den noch mit hier. Was passiert da überhaupt? Wie Robert der da gerade reingeflogen ist. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich alle drei aktivieren. Man weiß ja nie. Es nervt immer ein bisschen, dass man mit, ne, wenn man was in der Hand hat, nicht rennen kann. Die Sache ein bisschen. Ah, aber ich kann dashen. Schön. Okay. Tür ist offen, das ist gut. Oh. Na ja, komm. Ocean View Motel und Casino Entry Point. Also, the law of three applies. Okay. Ich glaube, die beiden Male eben waren irgendwie buggy. Das zählte nicht, glaube ich. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Mal wieder. Man kennt's. Hallo. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall alle drei Türen öffnen. Mal gucken, was hier die richtige ist. Probieren geht über studieren, hä? Würde ich sagen. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Kann mich hinsetzen? Fragezeichen. Ach so, jetzt kann ich hier Sachen korrigieren, ne? Oder so. Ah, ich muss es mit einem anderen Raum vergleichen, vielleicht. Ah, komm, wir sind doch beide auf. Der Schuh ist rausgerückt, das Bild ist gerade und die Pflanze ist auf der Seite. Okay. Das heißt, das war schon richtig. So. Und jetzt. Übersehe ich hier gerade was? Oh, das Fenster. Was ist denn da? Auf der rechten Seite. Gruseliger Sound. Irgendwas ist hier aufgegangen, glaube ich, ne? Ah. Der Schlüssel. Nette Rätsel, doch. Hat was. Eins. Zwei. Und drei. Geh weiter zur Schwarzsteinverarbeitung.
Das war's jetzt? Also gar nichts passiert jetzt, oder? Oh! Jetzt bin ich wieder hier. Och Mann. Aber ich komme hier jetzt durch. Wahrscheinlich wären die vorher nicht aufgegangen. Hoffe ich einfach mal. Was denn? Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Oh Mann. Ja. Das war auf jeden Fall Highlight. War stark von mir doch. Oh Mann, ey. Wo bin ich jetzt genau? Ah ja, mega. Gut. Ich gehe mal speichern. Ich habe Fähigkeitenpunkte. Hier, Schild, cool, ne? Ja, genau, das könnten wir eigentlich uns gönnen, finde ich. Aber ich weiß nicht, oder soll ich jetzt mal was anderes? Auf der anderen Seite würde ich auch gerne ein Leben haben. Mal wieder ein paar. Oder mehr Energie. Ja, eben, so. Hier bauen können wir jetzt. Haben wir aber noch nicht genug, ne? Ach doch, 24.000 brauchen wir nur noch dann. Zack. Stich. Cool. So, jetzt erstmal gucken, was das macht. Falsche Taste. Machen wir mal statt Dreh rein. Stich. Schaden beim Ziel. Wir brauchen es ja eh für irgendwas, ne? Für irgendeine Gegenmaßnahme, glaube ich. Schmetterer. Stichmodus. Ja. Impulsmodus. Impulsmodus dürfte übrigens DLC, das DLC-Ding sein, also ja. Okay, cool. So, wie fühlt sich die Waffe an? Was macht sie? Ah ja, das ist so hier. Bom! Bom! Ja, schön, ne? Gut, dann beende ich jetzt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir nochmal da zum Blackrock-Kack. Bis dahin. Tschüss.